Habt ihr mich alle gut? Ja, sehr schön. Ja, das war mal für den Raum in dir. Und wo wir gerade von Raum sprechen, ich möchte mal heute eine Lanze brechen für diejenigen, die ganz wenig erwähnt werden hier. Meistens werden die Übersetzer gelobt und erwähnt und so weiter. Aber ich möchte heute eine Lanze brechen für die Hosts in diesem Festival, weil ohne die Hosts überhaupt nichts möglich wäre. Keiner wäre hier versammelt in diesem Raum ohne, in diesem Falle, Thomas Müller. Genau, der den Raum aufgemacht hat und nicht nur aufgemacht für jeden von uns, bedingungslos, sondern ihn auch hält die ganze Zeit, schaut, ob es uns gut geht. Und ihr wisst nicht, hinter den Kulissen, die Hosts haben so eine Liste über eine A4-Seite von Dingen, die sie zu erledigen haben, damit wir hier diese Session abhalten können mit allen Extrawünschen der Referenten und so weiter und so weiter. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, die Mikros sind hier aus. Ich würde gerne einfach mal einen Applaus für alle Hosts in diesem Festival initiieren. Danke, 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 danke. Das war dann heute auch unser Frühsport. Danke. Und da sind wir direkt beim Thema. Wir sind alle Hosts, weil ein Host, ne, das heißt auf Englisch Gastgeber, also auf Deutsch, Gastgeber. Und der Kurs sagt uns ja auf vielen Seiten, dass wir die Gastgeber Gottes sind. Und da können wir uns gleich mal fragen, was für Gastgeber wir denn sind. So ganz neugierig und mit Staunen natürlich, ja. Was bist du für ein Gastgeber? Ein wahrer Gastgeber macht die Tür auf. Und ja, dann ist es die Frage, zeige ich dem Gast sein Zimmer und vielleicht noch das Bad und führe ihn in die Küche und mache den Kühlschrank auf und sage, hier ist dein Regal, hier kannst du deine Sachen hinstellen. Und das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Aber da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr. Kann ich auch sagen, mi casa, tu casa, mein Haus, dein Haus, mein Tempel, dein Tempel? Und zeige ich ihm dann auch den Keller, den Dachboden und die Zimmer, die unaufgeräumt sind? Hat er auch vollen Zutritt zu meinem Schlafzimmer, zu meinem ganz privaten Kämmerlein, das dann nicht mehr privat ist? Und da können wir alle uns nur selbst fragen, inwiefern wir das Göttliche, den göttlichen Funken, der in Wahrheit alles ist, der in Wahrheit das Feuer ist, durch das wir brennen, durch das wir existieren, durch das wir leben, durch das wir inspiriert sind, in diese Welt, nein, nicht in diese Welt, aber in Gott hinein inspiriert sind. Was für ein Gastgeber bin ich? Und geht da noch mehr? Geht da vielleicht jetzt und heute mehr? Kann ich es wagen, auch die letzte Kammer, von der ich geschworen habe, dass ich die niemals irgendjemandem zeigen kann und darf und will? Kann ich vielleicht zumindest mal ganz neugierig forschen, ob es da in mir eine Bereitschaft gibt, jetzt und hier, nicht hier im Verstand, da haben wir schon lange Ja gesagt, aber hier,
hier unsere letzte Herzenskammer zu öffnen und Gott, dieses Gott, dieses vollkommen unpersönliche, bedingungslos liebende Gott, vollständig unser Herz fluten zu lassen. Ich habe vor kurzem erfahren, dass es im Herzen eine fünfte Kammer geben soll, die wohl auch von Ärzten bei Operationen so gut wie nie angetastet wird, weil das etwas sehr, also selbst für die Ärzte wohl etwas sehr Mysteriöses ist. Und viele sagen dazu auch die Gotteskammer. Vielleicht ist das die Kammer, die nur darauf wartet, dass ich Gott auch da reinlasse. Das heilige Herz sehe ich hier im Chat. Genau. Und mit diesen zwei Worten, die auch der Titel meiner Session sind, Liebe akzeptieren, ist eigentlich auch schon alles gesagt, was der Kurs uns nahe bringen will. Und eigentlich sind selbst diese zwei Worte schon zu viel. Denn sind nicht lieben und akzeptieren exakt das Gleiche? Akzeptanz ist Bedingungslosigkeit. Und das ist, was Gott ist. Und es ist, wie uns im Kurs gesagt wird, eine Tatsache. Liebe ist eine Tatsache. Und was machen wir mit Tatsachen? Uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren, oder? Alles andere wäre doch irgendwie dumm. Das wäre doch irgendwie unvernünftig, oder? Das wäre wie mit der Schwerkraft, wenn ich sage, also Leute, für mich gilt die Schwerkraft nicht. Nee, für mich nicht. Ja, ihr könnt alle so tun, als würde die Schwerkraft für euch gelten. Für mich gilt sie nicht. Ich fühle mich nicht würdig, von der Schwerkraft vollkommen gleich behandelt zu werden wie alle anderen. Ich bin es nicht wert. Nein, die Schwerkraft kann für mich nicht wirken. Ja, ich bin viel zu unwürdig, ich bin viel zu schuldig. Ich habe mich gegen die Schwerkraft versündigt und das kann ich nie wieder gut machen. Also nein, ich verweigere mich der Schwerkraft, ich akzeptiere sie nicht. Was sagt wohl die Schwerkraft dazu? Was sagt wohl die Schwerkraft dazu? Oder was sagt die Sonne dazu? Wenn ich sage, also für mich gilt die Sonne nicht. Nein, für mich scheint sie nur ganz spärlich ab und zu. Ich bin nicht dessen würdig, dass die Sonne für mich genauso scheint wie für alle anderen. Und der da, der ist auch nicht würdig. Der ist es auch nicht wert, dass die Sonne gleich auf ihn scheint. Ja? Und für den gilt die Schwerkraft auch nicht ganz. Ja? Und das ist das, was wir mit Gott tun. Ja, das ist der Punkt, ja, über den wir alle mal herzlich lachen können. Jetzt! Weil das ist das Einzige, was uns hier fehlt, das Lachen. Das Lachen darüber. Wir haben uns gesagt, wie Jesus uns informiert. Und der Sohn Gottes hat sich erinnert, ja, nicht wie Gott, der hat gelacht und alles war gut, ja. Aber wir haben gesagt, nee, stopp, nicht lachen. Weil sonst können wir das ja nicht erfahren, wie das ist, etwas Unmögliches zu erfahren, ja, in der Schwerkraft zu sein und zu glauben, ich bin's nicht, ja. Okay, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich so tun, als sei das wahr und ich darf auf gar keinen Fall lachen. Todernst sein, ja? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Todernst sein. Und diese Idee, diese abgegrenzte Idee,
für wahrnehmen. Wow! Und wisst ihr was? Diese Fähigkeit habe ich. Ich habe die Fähigkeit, etwas voll und ganz als wahr zu akzeptieren. Warum? Weil ich von Akzeptanz abstamme. Von Gott, der pure Erlaubnis ist und uns die Fähigkeit zum Akzeptieren vollständig vererbt hat. Und was machen wir damit? Wir wenden sie einfach auf eine Illusion an, unsere Gottesmacht. Das ist alles, aber wir haben diese Macht weiterhin in uns und das ist die frohe Botschaft. Wir können genauso, wie wir in Zeit und Raum Schuld akzeptiert haben, mit dem gleichen Mechanismus können wir unsere Unschuld akzeptieren. Und du bist eingeladen, genau jetzt mit dem Herzen und deinem ganzen Sein nur für einen kleinen Moment, es geht immer nur um den Augenblick, die Tatsache in dir selbst zu akzeptieren, dass die bedingungslose Liebe weiterhin, schon immer und immer noch für dich gilt. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Ja, dieses Gültigsein gerne auf alle in deinem Geiste anwenden, die dir jetzt in den Sinn kommen. Denn es stimmt ohnehin, mit oder ohne meine persönliche Zustimmung. Gott ist. Und das ist das Schöne. Ich brauche nur noch zu akzeptieren, was bereits von Gott akzeptiert ist. Wir müssen gar nicht jede einzelne Situation im Leben akzeptieren, ne? So wie es manchmal auch im spirituellen Kreisen heißt, akzeptiere einfach alles, wie es ist. Es geht sogar noch einfacher. Es ist bereits akzeptiert. Ich brauche nur noch zu akzeptieren, dass Gott bereits alles akzeptiert hat. Und alles, was unwahr war, in sich eingeladen hat und es sich vollkommen aufgelöst hat in der Wahrheit. Die Sühne, wie es im Kurs heißt, die totale Akzeptanz, die bedingungslose Liebe, ist bereits vollbracht. Es geht tatsächlich nur noch darum, sich hinzugeben der Tatsache, dass alles bereits vollkommen bedingungslos erlaubt und angenommen ist und ich nur noch annehmen muss, darf und kann. Dass es bereits akzeptiert ist und ich mich dem nicht zu verweigern brauche. Und im Kurs gibt es eine Stelle, wo auf eine sehr schöne Stelle auch in der Bibel hingewiesen wird und sie wird ein klein wenig berichtigt oder erweitert. Und zwar gibt es in der Bibel den Spruch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugegeben. Seek first the kingdom
suche zuerst das Reich Gottes. Und im Kurs spezifiziert er das noch. Sage nicht, ich lese es ganz vor, es ist in, im Textbuch im Kapitel 3, Abschnitt 6, Absatz 11. Anstatt zu sagen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sage, wolle zuerst das Reich Gottes. Denn damit sagst du, ich erkenne, wer ich bin und ich nehme mein eigenes Erbe an. Und ist es nicht so, wir können nichts wollen, was wir nicht vorher als existent angenommen haben. Ja, wenn ich ein Eis will, dann ist klar für mich, dass es Eis gibt. Ja, und ich kann sogar noch sagen, ja, es gibt für mich Schokoladeneis. Ja, ich kann es erst wollen, wenn ich weiß, dass es existiert, dass es das gibt. Und das ist der Shortcut, das ist die Abkürzung. Suche nicht mehr. Nimm an, dass es existiert und wolle es. Und wollen ist etwas, was ich hier nicht tun kann. Was ich im Kopf nicht tun kann. Wozu der Verstand nicht ausreicht. Wollen geschieht mit meinem gesamten Sein. Wenn du es körperlich bezeichnen möchtest, dann im Herzen, im Bauch. Und du kannst spüren, dass du etwas willst, dass es einen Ausdruck gibt für dich davon. Und es heißt zum Beispiel auch, in einer Situation, wenn mir in einer Situation etwas fehlt, dann das, was ich dieser Situation nicht gegeben habe. Und das ist das Interessante daran. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieses Gefühl, dass etwas fehlt, dass uns in einer Situation etwas fehlt, dass wir das nur haben können, weil wir das, was scheinbar fehlt, schon kennen? Wir kennen es. Wir wissen es. Es ist nichts Unbekanntes. Es ist was so Altvertrautes. Und damit können wir arbeiten. Damit werden wir auch gleich arbeiten. Denn wie die meisten, die mich kennen, wissen, für mich liegt der Schatz dessen, was der Kurs lehrt, darin, es zu erfahren und es anzunehmen und es wirklich für mich selbst zu erfahren, die Anwesenheit des Heiligen Geistes wirklich zu spüren, die Anwesenheit Gottes in mir und als mich wirklich zu spüren in diesem Moment. Und wir werden dazu noch kommen. Vorher möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass es bei der Akzeptanz genau um das geht, was wir auch untergeben und empfangen im Kurs immer wieder lesen. Und es heißt dort ja, geben und empfangen ist eins. Und was wir uns klar machen müssen, ist, dass wir als Mensch, als Körper, als menschliche Existenz Liebe weder geben noch empfangen können. Ich kann nur die Liebe
Gottes für mich akzeptieren. Und in dem Augenblick, und sei es nur für ein paar Sekunden, gebe ich es. Es strömt aus mir heraus, einfach weil ich es für mich angenommen habe. Mich für einen vielleicht winzig kleinen Augenblick, für diesen Moment vollkommen mit der Wahrheit dessen, was ich bin, identifiziert habe. Und in diesem Augenblick gehen Empfangen und Geben zusammen. Ich sage auch gerne, ich gebe mein Empfangen. Geben ist ein Aufmachen. Es ist nichts von mir zu dir. Deswegen, wir brauchen niemandem Liebe zu schicken. In dem Moment sehen wir Mangel. Wir haben da eine Situation, in der wir, wenn wir glauben, wir müssten jemandem Liebe schicken, in der es uns an Liebe fehlt, in der wir etwas von uns ausgeben möchten, das uns fehlt. Das heißt, akzeptieren ist unser Geben. Das ist das Einzige, was überhaupt jemals passieren muss. Das ist Vergebung. Akzeptieren ist Vergebung. Gott, die Liebe, akzeptieren ist Vergebung. Das ist der Schritt, von dem Jesus sagt, tritt zurück in das Reich Gottes. Nimm kurz mal an. Nimm es einfach mal für möglich an. Jetzt, gerade jetzt. Was du in 5 Minuten tust, egal. Versuch jetzt mal einfach in diesen Raum zu kommen und zu akzeptieren, ja, ich bin, wie Gott mich schuf. Und lass es wirklich von hier nach da rutschen. Ja. Ja. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und dann spüre, was mit dir passiert. Hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt erst gibst, dass du jetzt empfangen hast und dass es aus dir heraus geschieht, dass du als Person nicht geben kannst, dass es anstrengend ist, wenn du versuchst, etwas als Person zu geben? Und deswegen sage ich so gerne, das Einzige, was wir in jeder Situation zu tun brauchen und woran wir uns erinnern müssen, sollen, dürfen, können, ist entspannen. Entspannen, das können wir alle. Wir wissen, wie entspannen geht. Wir wissen, wie aufmachen geht. Wenn ich mich entspanne, und das sage ich auch häufig, versuch mal, entspannt Angst zu haben. Es funktioniert nicht. Ich kann entweder Angst haben oder entspannt sein. Warum? Weil Gott Entspannung ist. Es ist so simpel. Es ist so einfach. Es ist nicht leicht, sich vielleicht in einigen Situationen daran zu erinnern. Warum? Weil für das Ego bedeutet es Gefahr. Für das Ego bedeutet, nein, wenn ich mich jetzt in dieser Situation entspanne, dann mache ich mich ja für alles auf, was ich von dieser Situation befürchte. Und ich erinnere mich an einen Film, den habe ich vor langer, langer Zeit gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich habe keine Ahnung mehr, aber ich habe mir eine Szene gemerkt. Ich glaube, ich war noch sehr, sehr, sehr jung. Aber da war Gefahr im Verzug und eine Gruppe von Menschen war eingesperrt. Ich glaube, es war ein Kriegsfilm und es waren russische oder irgendwelche fremdsprachigen Leute, die eingesperrt waren im Krieg, in einem deutschen Bunker oder was auch immer. Und sie versuchten rauszukommen und es gab keinen Weg raus, offensichtlich. Und eine Frau oder ein Mädchen, ich weiß nicht mehr genau, hat einen Ausgang gefunden. Und was war das? Es war eine Tür,
oder ein Loch, eine Schleuse, eine Luke, auf der groß und fett mit dicken Lettern und Ausrufezeichen und Blitzen stand Gefahr auf Deutsch. Gefahr, nicht öffnen. Und diese Frau hat gedacht, okay, was für den Feind Gefahr ist, das muss für uns die Erlösung sein. Und sie hat diese Tür, auf der groß und fett stand, Gefahr in der Sprache des Feindes, ja, des Ego. Sie hat den Hebel und sie wusste nicht, was dahinter ist. Ja, ob gleich die Feuersbrunst kommt, ob gleich was explodiert oder was auch immer. Sie hat den Hebel gezogen und sie hat es aufgemacht und sie waren befreit. Und es ist genau das, was wir jetzt tun können. Diese Tür zu öffnen, auf der alle Alarmglocken schrillen und alle roten Lampen angehen, das Ego sagt, bitte nicht öffnen, nein, Gefahr, Gefahr, wenn du dich jetzt entspannst, dann bricht hier alles zusammen. Und ja, es bricht hier alles zusammen, aber du bist sofort im Frieden. Sofort kommt das Licht, sofort kommt der taghelle Tag, die Vöglein zwitschern, die Sonne scheint und es ist, als wäre nichts gewesen und als wäre alles ein Albtraum gewesen. Diese Leute traten aus dieser Luke und sie waren mitten in einem wunderschönen Wald. Die Sonne schien durch die Blätter, alles war still und friedlich, die Vögel zwitscherten, der Tau auf den Blättern glitzerte. Und die Luke hinter ihnen war schlichtweg ein Traum, den sie hinter sich ließen. Lasst uns diese Luke öffnen. Lasst uns Gott einlassen, lasst uns Gastgeber Gottes sein. Denn er ist weiterhin da, wo er immer ist. Und wir laufen in einem taghellen Raum mit geschlossenen Augen rum und behaupten das Unmögliche. Und lasst uns dahin zurückkommen, wo wir glauben, dass uns etwas fehlt. Und lasst uns das mal erforschen. Habt ihr Lust? Sehr schön. Okay. Dann, wie bereits gesagt, lasst uns mal entspannen. Lehnt euch mal zurück und lasst euch genau diese Dinge passieren, die euch passieren, wenn ihr euch entspannt. Atmet mal tief, tief in den Bauch und bemerkt, wow, atmen ist ein wundervoller Zugang zu Gott. Wenn ich einatme, dann atme ich bedingungslos ein. Ich kann nicht ein bisschen einatmen. Das ist wie mit dem Schwangersein. Ich kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Ich kann nur einatmen und in dem Moment habe ich Bedingungslosigkeit in mich eingeladen. Tief in den Bauch. Und noch einmal. Und bemerkt, wie sich euer Körper anfühlt. Entspannt und relaxed, weil Wollen unsere vererbte Fähigkeit ist. Wollen ist der Fokus. Wollen ist unser Licht. Wortwörtlich, Licht ist Wollen. Und wir können unser Licht nun auf den weiten Raum lenken, der wir sind. Und bemerken, dass wir in diesem Moment nur das sein können, worauf unser Licht gerichtet ist. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration. Und wir erlauben zu 100% unser bedingungsloses Sein.
Und in dieses Sein laden wir nun eine Problemsituation ein, die sich vielleicht für mich heute oder in den letzten Tagen gestellt hat und die mir jetzt vielleicht in den Geist kommt. Es mag vielleicht nur ein Urteil sein, nur in Anführungsstrichen. Es mag Groll sein. Es mag Scham sein. Es mag sein, ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Was immer es ist etwas, was einer bestimmten Situation, die ich erlebt habe, zu fehlen schien. Was hat dir in diesem Augenblick gefehlt? Frage ganz konkret nach, neugierig und voller Staunen. Was hat dir gefehlt? Lass es einfach in deinen Geist spüren. Vielleicht ist es ein Wort, vielleicht ein Gefühl. Was hat dir gefehlt? Okay, kannst du das jetzt fühlen, was dir gefehlt hat? Kannst du dich jetzt ganz weit aufmachen für das, von dem du glaubtest, dass es dir fehlt? Kannst du jetzt noch etwas mehr entspannen und dich für das, was sich da zeigt in dir, bedingungslos öffnen? Nur jetzt, genau jetzt, in diesem Augenblick. Keine Gedanken an die Zukunft, keine an die Vergangenheit, nur jetzt. Kannst du bemerken, dass du es gefunden hast, jetzt, was dir in dieser Situation zu fehlen schien? Kannst du bemerken, dass es nie gefehlt hat? Dass es immer schon da war und akzeptiert werden wollte. Und dass es immer noch da ist, jederzeit, wenn ich meinen Lichtstrahl vom Außen ins Innen lenke und es auf genau das richte, was einer Situation, also mir,
zu fehlen schien, nur indem ich es fühlen will. Will. Erfahre ich es im selben Augenblick, denn so funktioniert Gott. So funktioniere ich in meinem wahren, wirklichen Sein als Ausdruck. Als Ausdruck Gottes. Wie geht es dir damit? Kannst du vielleicht noch etwas mehr aufmachen? Kannst du alles davon reinlassen? Alles und vollkommen überfließen von dem, was immer da ist. Und es, wenn du willst, jetzt und hier für immer für dich annehmen, sodass es niemals, jemals wieder in irgendeiner Situation fehlt. Dies ist alles, was Jeshua von uns will. Er bittet uns nicht nur jeden Tag darum, in jeder Lektion des Kurses. Er bittet uns in jedem Moment darum. In jedem Moment, in dem wir uns dessen gewahr sind, dass wir nicht vollkommen glücklich uns jetzt hier fühlen, das Glück anzunehmen. Schlichtweg anzunehmen, zurückzutreten und es zu wollen. Und es im selben Augenblick zu erfahren. Damit du hast, gib allen alles. Wenn Gott alles ist, dann heißt dieser Satz eigentlich, damit du hast, gib Gott, Gott. Damit du hast, akzeptiere Gott. Akzeptiere Erlaubnis. Gleichgültige Erlaubnis. Für alles. Mach dich auf, entspann dich für Gott. Lass ihn dein ganzes Haus fluten. Lass ihn deine unaufgeräumtesten Zimmer sehen. Und er wird genau dies, das tun, was er mit diesem ganzen Raum, diesem ganzen Traum bereits getan hat. In seiner Schwingung geht jede niedrig schwingendere Schwingung auf. Wie eine winzig kleine Brausetablette im Ozean. In Englisch Effervescent Tablet.
Merkt ihr, wie es sprudelt? Lass Gott in dir sprudeln. Lass ihn übersprudeln. Lass ihn sein Werk tun. Lass den Heiligen Geist sein Werk tun. Lass Spirit sein Werk tun. Entspann dich einfach dafür. Und es wird wirklich ein glücklicher Traum. Ich danke euch, ihr Lieben. Danke, dass ihr mit mir in diese Erfahrung eingetaucht seid. Und lasst uns einen sprudelnden Morgen haben mit den nächsten Sessions. Wir können gerne ein bisschen Musik spielen, wenn wir wollen. Du hättest noch 15 Minuten, wenn du willst. Ach so, ach Mensch. Danke. Ich war jetzt irgendwie auf 10. Ah, okay. Das ist ja wunderbar. Dann, ja, vielleicht mögt ihr etwas teilen im Chat. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen, die ihr im Chat teilen möchtet. Es geht letzten Endes darum, und das ist eigentlich der Kern meines Wirkens, weil ich einfach nicht anders kann. Die Einfachheit dessen für mich selbst anzunehmen, um das wir gebeten werden. Es ist so simpel und es geht wirklich nur um das Entspannen und das Aufmachen immer wieder und immer wieder. Und auch zu bemerken, wie mache ich das denn eigentlich? Wie sich wirklich zu beobachten dabei, okay, was mache ich denn genau, wenn ich mich entspanne? Okay, ich atme, okay, ich lockere meine Hände, meine Füße. Was mache ich genau? Das ist durchaus individuell und das können wir feststellen, sodass wir, wenn wir uns das wieder bewusst machen, diese auch körperlichen Kommunikationsmittel nutzen, die wir haben, um darüber hinauszugehen und das Entspannen auf Gott richten, auf das Licht richten, auf die Tatsache richten, dass alles bereits vollbracht ist. Ich muss hier nichts mehr tun. Es ist nichts mehr anstrengend. Es geht nur um die Entspannung, nicht um die Anstrengung. Es geht um die Befreiung, die innere Befreiung von dem Gedanken, dass ich für die Liebe Gottes irgendetwas tun muss. Aber ich habe für die Liebe Gottes nie etwas tun müssen. Genauso wie ich für die Gravitation, also als Mensch, sage ich jetzt mal, nichts getan habe. Ja, ich habe als Gottessohn habe ich die Gravitation in meinem Geist auftauchen lassen. So mächtig bin ich. Aber hier kann ich sie einfach nur akzeptieren. Und ich meine, seien wir mal ehrlich. Ich meine, gut, in den Anfangsjahren unseres menschlichen Hierseins hatten wir schon so ein bisschen unsere Probleme mit der Gravitation, ne? Wir sind immer wieder hingefallen beim Krabbeln. Und immer wenn wir uns aufgerichtet haben, haben wir uns etwas komisch gefühlt, so als einjähriger Zwerg. Aber denkst du jetzt jeden Morgen noch über die Gravitation nach, wenn du aufstehst? Ob sie dich auch wirklich trägt, ob sie dich hält? Oder ist es eine Gewohnheit? Ist es etwas, was du nicht mehr wirklich wahrnimmst? Genauso wie du dir der Selbstverständlichkeit von Sauerstoff nicht mehr wirklich bewusst bist. Der Selbstverständlichkeit der Sonne am Himmel. Es ist diese Selbstverständlichkeit, diesen Sinn für Selbstverständlichkeit, den wir fühlen können in uns, den wir wieder auf unser Gottsein anwenden können.
Und das ist, was ich jeden Morgen mache. Wenn ich aufwache, fühle ich als erstes hinein, wie es sich anfühlt, Gott, die Fülle, bedingungslose Liebe, Allmacht als selbstverständlich zu wissen. Zu wissen. Wissen ist nicht im Verstand, ist nicht im Kopf. Wissen. Fühle mal bei dir nach. Wo sitzt das Wissen bei dir? Vielleicht im Solarplexus, vielleicht im Herzen, vielleicht im Bauch, vielleicht im Unterleib. Ich habe ganz oft das Gefühl, es sitzt bei mir im Hintern, so als würde ich drauf sitzen. Etwas, worauf ich mich so richtig tschakka hinsetzen kann und es hält und hält und hält und hält und hält und hält. Ja. Das mache ich ganz oft, wenn ich Fahrrad fahre. Wenn ich bemerke, wie ich auf diesem Sattel sitze und denke, wow, ich sitze auf Gott. Und er trägt mich. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, weil in jungen Jahren war ich so unaufmerksam mit allem auf dem Straßenverkehr. Ich müsste eigentlich schon 10-mal tot sein. Ja, als menschlicher Körper. Und ich wurde immer getragen. Die Leute sind immer so immer rechtzeitig auf die Bremse gestiegen oder. Ja. Niemand stirbt hier ohne seine Zustimmung. Und die habe ich noch nicht gegeben. Und ich werde sie auch nicht geben. Niemals. Lasst uns unsere Ewigkeit akzeptieren. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit vom Tod und von der Trennung abwenden. Und genauso, wie wir sie gerade noch auf Tod und Trennung gerichtet haben, jetzt auf Ewigkeit, Geliebtheit, Unschuld und Akzeptanz richten. Es ist so einfach. Hast du die Freude, es auszuprobieren? Hast du die Inspiration, es auszuprobieren? Hast du jetzt gerade den Jubel in dir, das auszuprobieren? Die Begeisterung in dir, das zu tun? Und vielleicht nicht nur jetzt, sondern immer und immer wieder, bis es eine Selbstverständlichkeit ist, bis es selbst über das Gefühl einer Gewohnheit hinausgegangen ist und du einfach weißt, dass du der Tempel Gottes bist und dass es nicht den kleinsten Winkel, nicht die kleinste Ecke in dir gibt, die nicht vollständig von Gott ausgeleuchtet ist, die nicht vollständig in seiner unfassbaren hohen Schwingung aufgegangen ist. Und du schwingst und schwingst und schwingst und schwingst und schwingst und schwingst und schwingst in Gott. Jetzt. Annehmen ist so leicht. Und kannst du bemerken, dass es immer eine Sache des Moments ist, jetzt und hier ja zu sagen. Nicht zusammengepresst und sagen, ja, ja, ich will doch, wie geht das denn? Sondern, ah, so wie Nada es immer sagt, ah. Und schon sind wir drin.
Das ist Gott. Wir im Brustton unserer Überzeugung. Jetzt hier ist und feiert. Der ganze Himmel feiert uns jetzt. Fühlt ihr es sprühen und dehnt es aus auf alles und jeden, der euch in den Sinn kommt. Denn Gott scheint auf alles bedingungslos. Es ist da. Gott ist da. Du bist da. Es fehlt nichts. Du würdest hier noch nicht einmal als Traumfigur sitzen und atmen, wenn Gott dich nicht in deine, seine Existenz hineingelebt hätte. Und du kannst nichts daran ändern. Versuch's nicht immer. Es ist mühselig und es wird niemals gelingen. Gib auf. Gib dich hin. Gib dich der Entspannung Gottes hin. Gib dich dem perfekten Wirken und Sein Gottes hin und lass dich davon führen in jedem Moment. Probier's aus. Was kannst du schon verlieren? Probier's aus. Was passiert, wenn du aus Gott heraus bist, denkst, fühlst, handelst, sprichst? Was kannst du schon verlieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du recht hättest. Dann hättest du gewonnen. Okay. Dann wäre bewiesen, was zu beweisen war. Das Schöne ist, wenn du herausfindest, dass du nicht recht hattest damit und Gott gewinnt, dann gewinnst du auch. Das heißt, was kannst du schon verlieren? Du gewinnst in jedem Fall. Probier doch einfach spaßeshalber, wie ein Experiment aus, wie es ist, in Gott zurückzutreten, dich für ihn zu entspannen, weit, weit, weit aufzumachen. Und ihn sein zu lassen durch dich, so wie David Hoffmeister es immer sagt. Be done through. Sei durch dich durchgetan, durch Gott, durch den Spirit. Und ich kann vielleicht doch in den letzten 5 Minuten noch einmal ein Bild euch ins Gedächtnis rufen, das einige von mir schon kennen. Und zwar... Könnt ihr es erkennen? Wenn ich das bin, mit all meinen Gefühlen, Gedanken und Glaubenssätzen, ja, und der Körpergedanke dazu und diesen ersten Schritt tue, ja, wolle zuerst das Reich Gottes, dahin zurücktrete. Das ist alles, was von mir erbeten ist. Dann geschieht das Geben, das Empfangen von selbst. Hier ist die Vergebung. Still und entspannt und schaut nur ganz genüsslich, wie sich Körpergedanken, Glaubenssätze, Gefühle einfach in ihr auflösen wie eine Brausetablette. Sie schaut nur und tut rein gar nichts, außer zu sein, was sie ohnehin ist.
Ihr Lieben, denkt an dieses Bild und entspannt euch. Selbst wenn das Ego Gefahr blinkt. Bäb, 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 bäb. Legt den Hebel um und ihr seid sofort erlöst. Im Walde zwitschern die Vögel, die Sonne scheint und ihr seid im glücklichen Traum gelandet. Und in diesem Sinne, wer Lust hat, das mehr zu erforschen, ist herzlich willkommen in meinen Sessions.